Ja, ich wollte über irgendwelche News reden. Was waren das nochmal? Ach so, ja, ich habe letztens etwas gelesen, dass einige von euch nichts gegen einen Livestream hätten. Einen Livestream will ich vorerst mal nicht machen, da es erstens natürlich nicht so viele Zuschauer geben würde, weil mir schon die Müdigkeit schlägt zu. Zuschauer sind mir schon wichtig. Ich bin nicht zuschauergeil, aber vielleicht klingt es auch hart, aber ich würde nicht so gerne für ein, zwei Leute gleich einen Livestream aufmachen, da es auch sehr viel Aufwand für mich bedeutet, die ganze Sache da zurechtzurichten, da ich noch keine Ahnung davon habe und mich erstmal viel erkundigen müsste. Und ja, was soll ich sagen? Ja, Livestream will ich auch auf jeden Fall machen und vor allem, denke ich mir, wird es bei Oblivion ganz praktisch sein. Wenn wir jetzt die Dunkle Bruderschaft fertig haben und die Daedra-Schreine, soweit es geht, durchgeboxt haben und die Story durchgemacht haben, ich benutze zu oft das Wort haben, dann, ja, was wollte ich sagen? Ah ja, wenn wir alle unsere bisherigen Ziele so erreicht haben, die ich mir gerade gesteckt habe, dann können wir uns an einen Livestream dran machen, dann könnt ihr mir sagen, was wir als nächstes machen. Da gibt es ja ordentlich zu tun bei Oblivion und so könnt ihr mir immer sagen, was ich als nächstes so tun soll. Zum Beispiel, ja, Stone, geh mal wieder ein Oblivion-Tor zumachen, geh wieder dies und das machen. Ja. So, wie machen wir das am besten? Hier haben wir noch einen Hund. Okay, den haben wir ausgenockt. Mit der Frau möchte ich gar nicht großartig reden, sonst kriege ich wieder Mitleid. So. Okay. Und wenn ich müde bin, scheine ich noch ein bisschen herzloser zu sein als sonst. So, jedes Mitglied der Drakonis-Familie wurde getötet. Ich muss meine Belohnung und den nächsten Auftrag am Übergabepunkt abholen, der sich am Steinbrunnen des Schlosshofes von Schloss Skingrad befindet. Alles klar. Ja, noch ein paar Reagenzien aufsammeln. Warum auch nicht? Vielleicht finden wir auch noch etwas Gold in diesem Häuschen. Ah, dann können wir gleich mal gucken, wie das aussieht, wenn wir Sachen stehlen. Hier, seht ihr? Das ist die rote Hand, von der ich letztens geredet habe. Denn wenn so eine rote Hand hier ist und die Wachen einen abführen wollen und man das Geld bezahlt oder ins Gefängnis gesteckt wird, dann werden einem alle Gegenstände, die dieses rote Symbol haben, abgenommen. Und von daher bin ich auch nicht so der Fan, eigentlich Zeug zu klauen. Ich meine, okay, es sind Reagenzien. Und wenn man die Reagenzien zu... Ach, komm schon. Wenn man die Reagenzien zu... Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin heute neben der Spur. Wenn man die Reagenzien zu Tränken verarbeitet, dann gelten die Tränke natürlich nicht als gestohlen. Von daher könnte ich die Reagenzien schon mitnehmen, zu Tränken verarbeiten, dann die Tränke verkaufen, aber ich glaube, ich mache es trotzdem. Ich rede hier zwar ewig herum, oh, das sollte man nicht machen. Am Ende wird das einem abgenommen, aber eigentlich sind das eben einfach nur Reagenzien. Und wenn ein paar Reagenzien verschwinden und es abgenommen wird, aus was für Gründen auch immer, haben wir eigentlich gerade wieder Kopfgeld? Nein, aber Infamy vorhin wieder einen Punkt dazu bekommen, als wir den einen im Keller erledigt haben. Was ist das hier? Was sammle ich da auf? Rettich. Okay. So. Ach, noch mehr Kartoffeln. Na. Na. Umschmeißen. Ja. Also, hier habt ihr somit diese zwei Videos, die ich rausbringen werde. Ein müdes Neujahrs-Special. Yay! Habe ich eigentlich schon gefragt, ob ihr gut gefeiert habt? Ich weiß es nicht. Ja, habt ihr gut gefeiert? Was habt ihr eigentlich gemacht? Seid ihr groß saufen gegangen und habt ihr ordentlich Party gemacht? Oder habt ihr die ganze Sache auch eher gechillt angegangen, mit ein paar Freunden getroffen, vielleicht eine DVD geguckt, nichts Großartiges gemacht?
Ja. Sprecht. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Keine Sorge, wir machen uns gleich an das Oblivion-Tor bei der Farm. Ich habe ja gesagt, dass wir uns als nächstes daran machen werden. Aber zuallererst... Oh, wir kommen schon fast aufs Dach. Noch ein bisschen mehr Akrobatik und Athletik. Aber zuallererst möchte ich die ganzen Reagenzien hier ablegen. So, was haben wir da? Denn ich habe hier auch noch die ganzen Reagenzien, die ich schon noch von meinem letzten Power-Leveln für Alchemie übrig habe. Ein Haufen Kartoffeln. Meiner Meinung nach habe ich nämlich zu viel Gewicht mit mir am Rumschleppen. Und ich mag immer ein wunderschönes, aufgeräumtes Inventar. Das kann nie verkehrt sein. Ah, ja. Spannend, was? Ich hoffe, ihr seid mir dankbar dafür, dass ich das letzte Mal das ganze Power-Leveln rausgekattet habe, weil, wie ihr seht, gibt es nichts zu sehen. Es ist extrem boring. Ja, das Wolfsfell. Obwohl, habe ich das letzte Wolfsfell hier abgelegt? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr richtig erinnern. Ach nee, Quatsch, ich weiß es wieder. Ich hatte das letzte Wolfsfell draußen ins Wasser geworfen. So, habe ich noch normale Ausrüstung zum Reparieren. Das Lederschild ein bisschen. So, wir wollen nämlich wieder ein bisschen mehr tragen können. Für den Fall, dass wir nach Oblivion gehen und dort hübsche und nette Sachen droppen und gute Ausrüstungsgegenstände, dann will ich die natürlich sofort einstecken und hamstern. Aber zunächst starten wir wieder eine kleine Verkaufstour. Ihr könnt nicht mitten in der Luft warten. Auch wenn ich mir vorstelle, dass es sicherlich ganz lustig aussieht. Wenn jemand so springt, so könnt ihr euch vorstellen, in so Mario-Style. Jemand springt hoch, bding, und bleibt dann so mitten in der Luft stehen und wartet einfach mal 12 Stunden lang, mitten in der Luft. Die Bürger gehen vorbei, was ist los mit dem? Wie schafft er es, den Gesetzen der Schwerkraft zu widersprechen? Die beste Verteidigung. Wahnsinn, Stone hat's drauf. Ich bin recht praktisch. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ich möchte von dir nichts. Wiedersehen. Und ich merke, wenn ich müde bin, rede ich immer mehr Schwachsinn und immer weniger über Oblivion. Ich versuche ja bisher immer möglichst viel über das Spiel und über die Geschehnisse in dem Spiel zu labern, das ich gerade auch wirklich zocke. Einen Wunder... Ja, dir auch einen wunderschönen Tag. Was darf ich euch anbieten? Ja, ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir auf Silber... Pfeile umsteigen. Ja, was soll's, wir haben mittlerweile so massig Kohle, über 3000 Goldstücke, dass wir jetzt ohne Bedenken die Pfeile einfach volles Rohr kaufen können. So viele Pfeile, ah, ich habe noch einen Eisenpfeil, den hau ich mal raus. Jawohl, das wird erstmal reichen. Dann gab's auch noch ein paar Nachfragen für Oblivion, dass ich doch bitte vielleicht, wenn es möglich wäre, ein paar mehr Dungeons mache, also so ein paar Höhlen, die nicht zu Quests gehören und die einfach in der Spielwelt herumstehen, weil auch da ein bisschen Bedarf besteht und ihr nicht zwangsweise die Dungeons langweilig findet, also werde ich das auch mal machen. Und, oh Gott, ich bin so müde, ich habe schon wieder vergessen, ob ich mittlerweile schon erwähnt habe, wie er zu Oblivion-Toren steht. Aber ich habe ja auch in meinem vorletzten Video oder so gefragt, wie es bei euch mit Oblivion aussieht, ob ihr zuschauen wollt, wie ich die kompletten Level hier durchrenne und die Tore schließe und alles mögliche drum und dran und bla 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 und bla 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 bla. Oder ob ihr es lieber hättet, dass ich vorspule oder ob ich einfach die Tore komplett rauscutten soll. Oh, was geht hier ab? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat stark überrascht, dass die meisten von euch
Ach, das prallt hier alles ab. Dass die meisten von euch tatsächlich meinen kompletten Run durchs Oblivion-Tor sehen wollen. Na, huch. Na. Oh, nee. Das geht jetzt hier wieder los, die Sache. Mit den Oblivion-Toren. Denn ab einem bestimmten Punkt in Oblivion gibt es hier die, seht ihr diese Türme da? Die drehen sich nämlich so. Und dann, Moment, hoppala. Und dann schießen die so Feuerbälle, was ich sehr unangenehm finde. Ja, das heißt, wir sind also schon so, wir kommen so langsam in die Oblivion-Welten, wo auch noch so Fallen aufgestellt werden und einem das Leben schön zur Hölle machen können. So, ja, keine Ahnung, was für eine Richtung ich latschen muss. Ich nehme mal einfach an, zu den Türmen hier. Ach ja. Dann wollen wir uns gleich mal einen neuen Siegelstein angeln. Und ich bin übrigens niemand, der jetzt super aktiv komplett durch die gesamte Oblivion-Welt läuft und jeden einzelnen Winkel erforscht, weil wenn ihr auf die Karte guckt, dann gibt es ja hier noch so einen kleinen Extra-Weg und da könnte man noch lang gehen und hier noch gucken, was so dazwischen ist und hier und bla. Ich bin nicht jemand, der alles komplett erforscht. Ich bin eigentlich so der Typ, der grad heraus auf den größten Turm in Oblivion zurennt und direkt die Tore schließt. Ohne großartig noch herumzuspazieren. Hier gibt es auch bei Oblivion nicht viel zu sehen. Wenn man sich an Lava-Effekten aufgeilen kann, dann ist das ja ganz schön. Aber das ist nichts, was ich so auf regulärer Basis mache. Und jetzt haben wir auch noch so ein hässliches Clanband. Die mag ich übrigens absolut nicht. Das habe ich, glaube ich, schon letztes Mal gesagt. Die sind noch in Ordnung, aber ab einem bestimmten Level werden die extrem nervig. Da die nämlich auch eine ganz angemessene Angriffskraft haben. Und irgendwann sind die so verdammt stark, dass die sogar meinem Krieger damals mit seiner schweren Rüstung problemlos einheizen konnten. Ja, und wie ihr seht, habe ich scheinbar vollkommen umsonst diesen Turm betreten. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, dass ich den möglichst kürzesten Weg nehmen will, um die Tore zu schließen, aber der kürzeste Weg ist nicht oft sehr offensichtlich. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen gucken, was auf den Türen steht. Zum Beispiel Blutquelle ist falsch. Ich muss auf, ja, keine Ahnung, wie das heißt. Hallen der Verderbnis oder? Ja, da hinten das Ding. So, dann gucken, wie komme ich da am besten rüber. Lava, Lava, Lava. Okay, kleiner Test, Leute. Sterbe ich sofort, wenn ich in Lava springe? Hoppala, nein. Aber die Abkürzung war es mir wert. Stone, du ergreifst immer so drastische Maßnahmen. Na, haben wir dich. Na komm schon. Ich finde es auch lustig, wenn ich die ganze Zeit so versuche gestealth zu bleiben, so wie gerade eben. Denn eigentlich mache ich das nicht absichtlich. Ich spiele ja auf einem Laptop. Und da sind die Tasten oft so nah beieinander und so verdammt klein. Und meine Steuerungstaste ist direkt neben der Windows-Taste. Und das Doofe ist, dass sie nicht ganz links ist. Also die Steuerungstaste, sondern eine Taste rechts von der Taste ganz links unten, falls man mich jetzt verstanden hat. Denn ganz links habe ich, was ist das denn? Tür. Ganz links habe ich so eine Laptop-spezifische Taste, mit der man zum Beispiel, wenn man die aktiviert, kann man mit anderen Tasten die Helligkeit, die Darstellungshelligkeit verändern und so. Wenn ihr einen Laptop habt, dann wisst ihr bestimmt, was ich meine. Oder wenn ihr schon mal einen Laptop gesehen habt.